Lineare Funktionen wollen wir wiederholen, damit ihr wieder in Gang kommt. Ich gebe kurz ein paar einführende Worte und dann seid ihr dran. Das heißt also, es gilt wie immer, wenn irgendwas ist, halt Stopp oder Schnipsen, damit ich das mitkriege und dann geht das los. Lineare Funktionen, Linie, das heißt also, die Dinger sind gerade. Ich sage nochmal ganz schnell was dazu. Wenn ich zum Beispiel Wertepaare bilde aus Preis und Stückzahl, dann haben die ja, wenn wir keinen Rabatt bekommen ab irgendwelchen Mengen, dann sieht es so aus, dass zum Beispiel zwei Stück 5 Euro kosten und wenn ich dann vier Stück kaufe, dann muss ich halt 10 Euro bezahlen und so weiter und so fort. Das geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Und wenn ich das mal ein bisschen anders mache, dann kann ich eine Verhältnisgleichung daraus bilden. Also ich kann also sagen, Moment, ich bilde hier einfach einen Bruchstrich, mache hier einen Istgleich und hier einen Bruchstrich, dann hieße das also 5 Euro verhält sich zu zwei Stück genauso wie 10 Euro zu vier Stück. Und wenn ich das wieder kürze, dann komme ich immer auf den gleichen Preis. Ich könnte dann auch andere Werte bilden, aber das würde schon genügen, um zum Beispiel in einem Mini-Koordinatensystem, wenn ich keine negativen Stück zulasse in diesem Fall, wenn ich hier also sage, hier ist Stück und hier ist Preis, ich mache mal kurz Euro draus, das geht einfacher. Da muss ich natürlich überlegen, wie weit komme ich hier. Bei Euro komme ich auf 10 Euro. Also sage ich hier 5. Hier sind 10 Euro, 15, 20 und so weiter. Und ich hatte gesagt 2 Stück, also nehme ich hier 2, 4 und so weiter und so fort. So, und einen Punkt, das war ja das Schöne an den linearen Funktionen, einen Punkt kann man sofort festlegen in diesem Fall. Wenn ich gar nichts kaufe, muss ich auch nichts bezahlen. Ich mache das mal in Rot wieder. Das heißt also, hier hätte ich meinen ersten Punkt und jetzt kann ich mir wählen, welchen, aber ich wähle immer den, der am weitesten von diesem Punkt entfernt liegt und das wäre bei vier Stück 10 Euro, also hier ungefähr und ich kann das dann, nein, so nicht, ein bisschen schicker, ich kann es dann verbinden. Und ich kann auch eine Linie ziehen, denn ich könnte sagen, aber jetzt kommen wir zu einer einschränkenden Geschichte, ich könnte eigentlich sagen, je weiter ich nach rechts gehe, umso weiter muss ich nach oben gehen. Das wär aber in diesem Fall etwas sinnlos. Ich nehme mal die Linie weg. Warum? Was müssen wir denn nämlich noch machen? Wir müssen in diesem Fall, müssen wir sagen, ich darf eigentlich gar keine Linie ziehen. Denn kaufe ich zwei Stück, bezahle ich 5 Euro, vier Stück, 10 Euro und so weiter. Ich könnte auch noch den Punkt ein Stück, 2,50 € darstellen. Oder Zwischenpunkte. Ich kann also nur letzten Endes echte Stückzahlen wählen. Das heißt, verbinden darf ich sie nicht. Wenn das Ganze sich aber nicht um Preis und Stück handelt, sondern wir ersetzen es mal, das wäre zum Beispiel Kilogramm und nee, nehmen wir hier nicht das Kilogramm, nehmen wir hier stattdessen Volumen, also Kubikmeter und hier hätte ich dann Kilogramm. Das wäre zum Beispiel bei der Dichte der Fall, dann darf ich natürlich hier nicht Euro schreiben, ne, sondern wenn ich sage, ich habe 2 Kilogramm, das sind 5 Kubikmeter. Dann kann ich auch sagen, ich kann auch 0,001 Kilogramm nehmen, dann dürfte ich eine Linie ziehen. Das wäre dann gestattet. Aber das bloß mal als Einführung. Das heißt also, im wahren Leben verhält sich so wie hier schon dargestellt. Entweder ich kann nur Punkte machen, weil es nur echte Stück, sich um echte Stück handelt, oder bei anderen Größen kann ich dann Linien ziehen. Jetzt hatten wir die ganze Sache verallgemeinert. Verallgemeinert insofern, dass wir gesagt haben, eine Verallgemeinerung besteht darin, dass wir nicht Preis und Stück sagen, sondern X und Y und auch solche Tabellen malen können. Und auch da kann ich mir bestimmte X-Werte, ich kann auch 0, noch was und sonst was einbinden, aber wenn die zum Beispiel so zusammenhängen, 1 und hier ergibt sich 2, 2, dann muss hier rein, logisch, ne? 4, 3, dann müsste hier rein was? 6, klar, und so weiter und so fort. Was ist, wenn ich minus 1 reinschreibe, dann müsste rein minus 2 und so weiter und so fort. Ach, ein Wert noch. Minus 0,5, dann müsste hier unten rein. Minus 1 und so weiter. Gut. Verallgemeinert, insofern, wir betrachten nur x und y-Werte, das geht schneller und man muss sich nicht hier mit vielen Einheiten rumquälen. Und es dient ja zum Üben, dann kann ich also sagen, wenn ich auch Minuswerte habe, dann mache ich ein echtes Koordinatenkreuz.
sodass ich also auch minus 1 darstellen kann. Nebenbei gesagt, wenn ich die Achsen bezeichnet habe, x und y, beziehungsweise man kann auch sagen f von x, das geht genauso gut, ist sogar angedacht und ist besser. Und ich zeichne hier diese Wertepaare ein. Zu diesem Ding sagt man Wertetabelle, Wertetabelle zum Zeigen, was passiert. Dann kann ich hier wieder auch sagen, naja, schön, da ich zwei Punkte da mir, die komplett ausreichen, nehme ich mal den größten, 1, 2, 3 und ich muss dann bis 6 hochgehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hätte ich hier einen Punkt, das wäre dieser hier, und einen anderen Punkt nehme ich meinetwegen minus 1, minus 2, der liegt am negativsten, minus 1, minus 2, der liegt hier, dann kann ich jetzt die ganze Sache als Graph darstellen. Graph, also nicht von Herzog, sondern, oh, nicht schön. Der muss durch einen Nullpunkt gehen. Ne? Denn ich kann mir hier leicht vorstellen, wenn ich 0 Stück oder 0 x habe, dann ergibt sich auch hier nichts anderes. Aber etwas anderes dazu. F von x, das heißt der y-Wert, ergibt sich aus, und jetzt muss ich überlegen, immer ist der y-Wert doppelt so groß. Also muss ich sagen, in diesem Fall heißt das 2x. Bis dahin, kurze Pause. Warum also 2x? Ganz einfach, ich betrachte mir die einzelnen Wertepaare, die ich hier habe und sehe, dass jeder f von x-Wert bzw. y-Wert doppelt so groß ist. Also ist eine Vorschrift vorhanden, die sagt, alle y-Werte, alle f von x-Werte sind doppelt so groß, also 2x. Daher kommt es. Ne? Das kann man hier in diesem Fall aus der Wertetabelle erkennen. Allgemeiner ist es, im Normalfall wird es aber vorgegeben, diese Funktionsvorschrift hier, die existiert dann schon. Fangen wir mit der ersten Übung an. Erste Übung wäre dann also, f von x sei ein halb x. Dann kann ich das entweder mit einer Wertetabelle machen oder wir machen das viel leichter. Wir sagen, ich kann ja auch hier eine Art Steigungsdreieck bilden. Steigungsdreieck heißt Steigung, wie steil steigt das an? Grundsätzlich, ich gehe einen nach rechts und gehe zwei nach oben. Das wäre dieses Steigungsdreieck. Ein schöneres Steigungsdreieck, weil es größer ist, ich kann auch dieses nehmen. Ich gehe drei nach rechts und sechs nach oben. Das wäre dann dieses Steigungsdreieck. Das ist egal. Es zeigt mir aber, wie steil der Graph ansteigen wird. Und wenn ich dieses Steigungsdreieck hier gleich anwende, kann ich also sagen, dass ohne dass ich überhaupt ein paar Werte errechne, kann ich Folgendes sagen, hier wieder f von x ranschreiben, hier x ranschreiben, wenigstens die Einsen markieren. Macht euch nicht den Umstand, dass ihr jetzt hier überall Zahlen ranschreibt, das wäre Schmuck am Nachthemd, das wäre zu schade um die Zeit, das dauert auch viel zu lange. Wir sagen, okay, eine interne Wertetabelle für uns, die ist leicht zu bilden, wir setzen einfach mal für das x 0 ein. Also eine Wertetabelle, ich mache die mal ganz hellblau. X und y, man macht sie im Allgemeinen eine Wertetabelle senkrecht, nicht mehr so wie früher. Und ich sage, ich setze hier eine 0 ein. Dann ergibt sich eine halb mal 0 für y, also für f von x, ergibt sich auch 0. Also hätte ich meinen ersten Punkt hier schon mal festgelegt. Und wenn ich jetzt sage, ich nutze mal das Steigungsdreieck und sage, ich setze 1 nach rechts, ich setze hier eine 1 ein, dann ergäbe sich nur ein halb hoch. Das ist mir zu piepelig. Ich nehme gleich, am besten immer gleich den Nenner nehmen, ich nehme gleich eine 2. Ich setze eine 2 ein, ich gehe also 2 nach rechts und es ergibt sich, ein halb mal 2 ist 1. Also, ich gehe 2 nach rechts und komme auf diesen Punkt. Der Punkt ist wesentlich besser. Der ist nicht so piepelig klein, dieses Steigungsdreieck, das wäre ja sonst bloß bis hier, sondern ich habe ein Steigungsdreieck, das ist so groß, das ist wesentlich leichter zu verbinden und kann dann, und immer schön durchzeichnen, denn es geht ja noch weiter, kann dann den Graphen darstellen. Das ist also ganz einfach, das ist dieser Graph hier. So, dieses leicht geschriebene, also in hellblau, das habe ich deswegen gemacht, damit man es gar nicht erst richtig sieht. Und normalerweise sagt man gleich, okay, Steigungsdreieck, ich nehme gleich den Nenner, damit mein Steigungsdreieck größer wird. 2 mal 1 halb ist 1, also 2 mal nach rechts, 1 nach oben und hab's fertig. Also hier eine 2 eingesetzt, ergibt hier 2, ergibt 1 nach oben. Gut, Steigungsdreieck lasse ich mal hier an der Stelle stehen. Jetzt seid ihr dran, ich mache dann kurz Pause.
Nehmen wir mal an, f von x. Wenn ich f von x sage, nochmal zur Erinnerung, kann ich auch y sagen. Ne? Y ist gleich, oder f von x ist gleich 3 Fünftel x. So, ich mache Pause und jetzt seid ihr dran. Gut, also, wir haben es gesehen. Das war die allererste Skizze eines Schülers. Wunderbar gemacht. Er hat sich Folgendes gedacht. Und jetzt zu der Frage, die nämlich kam. Er hat sich gesagt, wenn ich 1 nach rechts gehe, kann ich bloß 3 Fünftel, also hier so ein kleines bisschen, 3 Fünftel sind 0,6, kann ich hier bloß hochgehen. Das ist mir zu piepelig. Ich setze gleich hier unten diese 5 ein. Hier. Ich setze gleich für x 5 ein. Also 1 nach rechts, 3 Fünftel nach oben, ist mir zu piepelig. Ich setze eine 5 ein, 1, 2, 3, 4, 5 nach rechts, ergibt 3 nach oben. Denn wenn ich hier für x eine 5 einsetze, ergibt sich 3 Fünftel mal 5 ist 3. Daher kommt das. Moment. Nochmal die Frage, wie das kommt. Also wie gesagt, es war zu piepelig und jetzt hat er das so gemacht. Er hat sich gesagt 3 Fünftel und jetzt setze ich für x gleich, was im Nenner steht, ein, mal 5. Dann ergibt sich hier, gekürzt, f von x ist 3. Also 5 nach rechts, 3 nach oben. Ja, andere Frage war diese. Ich mache es mal in hellgrün. Ich habe die x-Achse so bezeichnet, 1, und ich hätte 2, 3, 4, 5 und so weiter ranschreiben können. Und ich könnte hier ranschreiben 1, 2, 3, 4, 5. Also jeder Strich ist 1 wert. Wenn man nur die schwarzen Einsen ranmalt, weiß man, jeder weitere Strich, natürlich im gleichen Abstand jeder weitere Strich, ist nur 1 weiter rechts wert. Habe ich die Frage ausreichend beantwortet? Ja, das ist richtig. Also ich habe hier die 1, 2, 3 und die nächsten Striche, die habe ich ein bisschen unregelmäßig gemacht. Das liegt an der Skizze halt. Kleinen Moment. Nächstes Beispiel, Nummer 3. Sehe dann, Moment, so aus. F von x ist gleich minus 4 Fünftel x. Wir bleiben erstmal dabei und sagen, es gibt keinen Offset nach oben oder unten. Was ich damit meine ist, dass hier hinter stehen könnte plus 4 oder sonst was oder plus 7 oder plus 8 oder plus oder minus 9 oder sonst was. Das lasse ich jetzt erstmal weg. Wir fangen jetzt erstmal damit an, dass wir sagen, wir müssen erstmal mit dem Steigungsdreieck zurechtkommen. So, ich mache jetzt wieder Pause und ihr seid am Skizzieren. Ihr könnt das gleiche Koordinatensystem nehmen, das reicht. Ich mache aber hier trotzdem Neues. Wunderbar, hat funktioniert. Wir kommen nochmal zu einer Überleitung. Und zwar, was passiert, wenn f von x so heißt? F von x ist meinetwegen 3 Viertel x plus 2. Was passiert dann? Dann passiert auch nichts Schlimmes. Wir hatten ja gesagt, beim Skizzieren immer erst einen ersten Punkt einsetzen und der erste Punkt ergibt sich, indem ich für x 0 einsetze. Gehen wir mal hier 0 ein. In Gedanken, hier steht eine 0. Dann ergibt 3 Viertel mal 0 ist 0 plus 2. Das heißt, man kann hier hinten, man sagt auch das absolute Glied, da kann man immer gleich den ersten Punkt ablesen, nämlich die Kreuzung mit der y-Achse. Das widerspricht unserer ganzen Geschichte natürlich gar nicht. Das wäre dieser Punkt hier, plus 2. Das widerspricht insofern nicht, weil hier haben wir unseren ersten Punkt eingesetzt durch 0 und auch die Kreuzung mit der y-Achse ist hier 0, weil hier hinter steht eigentlich plus 0. So, und hier haben wir zufälligerweise plus 2. Wenn minus 2 da stünde, müssten wir hier unten unser Kreuzchen machen. Und jetzt kommt wieder der gleiche Quatsch. Jetzt sagen wir wieder 3 Viertel x. 1 nach rechts, ergebe 3 Viertel nach oben, ist uns zu blöd. Ich mache jetzt mal blau weiter. Also, wir sagen gleich, ich setze hier eine 4 ein. 4 nach rechts ergibt 3 nach oben. 1, von diesem Punkt aus, von unserer plus 2 aus. 1, 2, 3, 4 ergibt 1, 2, 3 nach oben. Hier ist unser Steigungsdreieck. Ne, hier. So, und jetzt, diesen Punkt haben wir, fertig. Gleich ein Übungsbeispiel, und zwar nennen wir das, was hatte ich nummeriert, drittens, jetzt kommt viertens. Übungsbeispiel heißt f von x ist
minus 2 Drittel x minus 1. So, ich mache Pause. Ganz genau so, so sollte es sein. Also, der erste Punkt liegt bei minus 1. Ne? Hier kann man ablesen. Hier ist er. Hier hat sie den Punkt eingezeichnet. Und dann, statt 1 nach rechts und minus 2 Drittel nach unten, ne, was zu klein wäre, hier, das wäre, ich mache es mal ocker, hier, das wäre so ein Mini-Steigungsdreieck. Das bringt uns nichts. Hat gleich eine 3 eingesetzt, ergibt dann also 1, 2, 3 nach rechts und 2 nach unten. Wunderbar, ausgezeichnet. Hier haben wir unser Steigungsdreieck, muss ich nicht weiter ausmalen. Schön. Was ist in folgendem Fall? Jetzt machen wir mal eine Übung. Das haben wir eigentlich noch nicht gemacht, aber das dürfte euch nicht allzu schwer fallen. Und zwar, fünftens, jetzt male ich mal ein Gräfchen. Hier ist eins, hier ist eins. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist der Graph f von x ist gleich tralala mal x plus tralala. Ich sag's ganz extra. Hier vorne wissen wir ja, das ist ja unser Anstieg. Anstieg, also die Steigung selber. Die steht hier vorne. Ich mach's mal so, hier. Hier steht unser Anstieg, wie steil also. Woraus sich das Steigungsdreieck bildet. Zum Anstieg sagt man M. Kleinen Moment. Und hier hinten steht unser Abschnitt N, wo die Y-Achse gekreuzt wird. So, kleinen Moment. Ja, eigentlich dürfte doch hier gar kein Plus stehen, war der Einwand. Aber nee, stimmt ja. Man kann ja auch in Klammern minus tralala hinschreiben. Ne? Man kann also eine negative Zahl einsetzen. Deswegen ist das in diesem Fall nicht nötig, da extra ein Minus hinzuschreiben. Ganz genau. Moment, jetzt waren noch Fragen. Genau, minus 2, das haben wir hier erkannt. Ne? Hier, Moment. Hier, minus 1, minus 2. Hier ist unser Kreuzungspunkt mit der Y-Achse bei minus 2, plus minus 2 deswegen. Und jetzt kommt unser Anstieg und der ergibt sich aus 1, 2, 3 nach oben. Das steht unterm Bruchstrich und 1 nach rechts und 1 nach oben. Also, da es hoch geht, ist es plus 1 Drittel x minus 2 heißt die Funktion. Die Funktion male ich mal hin. Jetzt ausgeschrieben hieße die f von x sei 1 Drittel x, oh, jetzt mache ich das selber noch, minus 2. So, plus minus 2, das wäre Schmuck am Nachthemd. Moment. Ja, richtig. Also, abzulesen, Kreuzung mit der Y-Achse ist plus 1, das absolute Glied. Und jetzt 1 nach rechts und minus 1 nach unten. Also 1 nach rechts und minus 1 nach unten. Daher kommt minus 1 Eintel. Wir können es dann in Kurzform schreiben. F von x ist also minus x plus 1. Ganz genau. Das Minus muss man schreiben, aber diese 1 Eintel, die kann man sich dann schenken. Das kennen wir ja. Wenn man sagt 1 x, dann ist es genauso wie x. Ich mache mal noch einen Graphen. Und zwar pink. Na. Er geht durch diese Punkte ganz sicher. Pause. Richtig. Minus 2 lässt sich ganz leicht ablesen, hatte ich ja gesagt. Das sind sichere Punkte, ne? Ich komme dann noch auf sichere Punkte nochmal extra zu sprechen. Ein ganz sicherer Punkt ist minus 2, die Kreuzung mit der Y-Achse. Und dann einen nach rechts, hier. Und 1, 2, 3 nach oben. Hier ist unser Steigungsdreieck. Ganz genau. Was zu sicheren Punkten. Normalerweise macht ihr das ja mit eurem Kästchenpapier so, dass ihr sagt, ich zeichne das nochmal, Einschub. Wenn ich hier irgendwelche Achsen habe, dann kann ich hier sagen, zack, zack, zack. Das sind sichere Punkte, zum Beispiel 1, 2, 3 kann ich festlegen. 1, 2, 3. Und wenn jetzt ein Graph durch irgendwas durchgeht
muss ich sichere Punkte suchen. Wenn ich sage, naja, der Punkt hier, ja, der liegt bei minus 1 vielleicht, weiß ich nicht, ist nicht sicher. Gucke ich, aha, hier habe ich einen sicheren Punkt, der wäre sicher. Und jetzt muss ich den nächsten suchen und der wäre auch sicher. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie groß ist die Steigung in diesem Fall? Jedes Kästchen ist 1 wert. Also das heißt, ich kann ein Steigungsdreieck, ich mache das mal gelb, damit es nicht zu sehr stört. Hier liegt mein Steigungsdreieck. Und jetzt kann ich die Steigung ermitteln. Ich kann vielleicht noch nicht den Y-Achsenabschnitt ermitteln, weil der Punkt ist mir auch noch nicht sicher genug. Aber die Steigung kann ich ermitteln, also M. So, wie geht's weiter? Pause. Also Ausgangspunkt war, sichere Punkte zu suchen. Und die hatten wir hier gefunden. Da, wo die Kästchen gerade genau geschnitten werden, die nehmen wir uns und bestimmen die Punkte. Und von da aus bilden wir das Steigungsdreieck. Also bei x mäßig minus 2 gehen wir tick, 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 tick bis zum x-Wert des nächsten sicheren Punktes. Der ist bei 2, also 4 nach rechts. Und dann von diesem Punkt aus, y mäßig minus 2, 1, 2, 3, 4, 5 hoch, demzufolge 4 rechts, wissen wir ja, unterm Bruchstrich, und 5 hoch. Genau so. Wunderbar. Schön. Nochmal zu dem Beispiel. Ich hatte erst den Graphen gemalt und habe dann sichere Punkte gesucht. Und anhand der Punkte haben wir dann ein Steigungsdreieck erst gebildet. Also ich habe einfach so ratsch, da so einen Graphen hingemietzelt und dann mal geguckt, was passiert ist. So. Wir machen weiter mit der Übung. Welches Beispiel? Fünftens hatten wir. Fünftens und sechstens. Naja gut, ich mache jetzt einfach eine 6 dazu. Das ist jetzt nicht so schlimm. F von x soll sein, ne, die Bildungsvorschrift, wie sich die Wertepaare verhalten, ich sage das nochmal wiederholend, minus 1 Siebtel x plus 2, ne, plus 2,5, auch nicht schlimm. So, ihr seid dran. Sehr schön, genau so wollten wir es haben. Natürlich, ich bin mir darüber im Klaren, dass das nicht so leicht ist, dass hier zu skizzieren, wenn man das noch nie gemacht hat. Ne? Freihändig auf so einem ollen Ding, das erfordert Übung. Das hatten wir vorhin mit den Elfern auch so. Also das ist wirklich ein bisschen grauselig zu Anfang. Sehr schön. Wiederholen wir nochmal. Hier ist der Y-Achsenabschnitt. Genau hier bei 2,5. Ne? 1. Dann ist jedes dazwischen ein halbes Wert. 2,5. Und dann von da ausgehend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 1 nach unten ergibt. Also 7 nach rechts, denn wir setzen hier eine 7 ein, weil uns das hier zu piepelig würde, ne? Wäre zu ungenau. Und demzufolge landen wir dann hier einen nach unten. Gut, noch ein Beispiel? Ja. Noch ein Beispiel, gut. Siebtes Beispiel, f von x, wir nutzen gleich unser Koordinatensystem, ist was Kleines, genau. Zwei Drittel x minus 4,5. Schön, genau so ist es. Also tak, 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 runter 4, dann noch ein bisschen, ne? 4,5 minus 4,5 und dann 3 nach rechts, tick, tick, tick und 2 nach oben, tak, tak, tak. Wunderbar. Haben wir den. Machen wir jetzt in dunkelgrün das achte Beispiel. F von x ist gleich, jetzt kommt was ganz, ganz Bescheuertes, minus 1. Ach so, ganz genau so ist es. Jetzt, liebe Leute, jetzt kommt das Verrückte. Wir haben unseren Y-Achsenabschnitt, den haben wir nämlich hier. Hier ist er, minus 1. Das heißt, von diesem Punkt fangen wir an. Und jetzt ist es egal, was ich für ein x einsetze, komplett egal. Egal, was ich für x-Werte einsetze, denn hier gibt es kein x, dann kann ich also hier eine waagerechte Linie malen und die geht von sonst wo bis sonst wohin. Das ist dieser Graph hier, das ist er, ganz genau. Das heißt also, y-Achsenabschnitt ist klar und egal, was ich jetzt tue, f von x ist immer minus 1. Also der Funktionswert, egal für welches x, ist immer minus 1. Jetzt habe ich was Verrücktes gemalt. Ich habe einfach einen grünen Graphen hier, einen hellgrünen Graphen gemalt und habe gesagt, mal sehen, wie das aussieht. Neuntes Beispiel, f von x sei, und jetzt, das x habe ich hingeschrieben und tralala.
Da ich hier hinten keinen Kreuzungspunkt mit der y-Achse habe, kann ich mir Tralala ersparen. Also n fällt in diesem Fall weg. Und jetzt kann ich mir irgendeinen Punkt schnappen. So wie wir das hier, das Steigungsdreieck n Ocker, ich habe das schon mal angedeutet, von jedem Punkt des Graphen aus, also hier nicht, das war nichts hier, von jedem Punkt des Graphen aus ein Steigungsdreieck bilden können, nämlich 1 nach rechts, 1 Siebtel nach unten. Oder von hier 1 nach rechts, 1 Siebtel nach unten. Oder von hier 1 nach rechts, 1 Siebtel nach unten. Oder, weil es mir zu piepelig ist, wieder, ich sage gleich 7 nach rechts, 1 nach unten. So kann ich mir hier auch jeden beliebigen Punkt schnappen und kann sagen, naja, ich mache es jetzt nochmal in dunkelgrün. Ich schnappe mir zum Beispiel diesen Punkt und gehe von hier aus los. Es ist egal, welcher Punkt. Ich gehe nicht nach rechts und ich gehe 1 nach oben. Ich könnte auch sagen, ich fange hier an. Ich gehe nicht nach rechts und gehe, was hatten wir hier, 1, 2, 3, 4, 5 nach oben. Oder 5,5 nach oben. Egal, was ich hier oben hinschreibe, aber es kommt ein Ausdruck heraus, der heißt entweder 1 durch 0 oder 5,5 durch 0 oder sonst was durch 0. Es geht einfach nicht. Ich könnte auch hier losgehen, nach rechts und nach unten. Dann bleibt trotzdem eine negative Zahl hier oben und ich gehe nach unten. Und durch 0 können wir nicht dividieren. Demzufolge müssen wir uns vorläufig mit solchen Dingen mal nicht beschäftigen. Das wäre dann ein Schritt zu weit. Kleiner Moment, hier gibt es eine Frage. Wir hatten ja gesagt, gleich zu Anfang, dieser hellgrüne Graph, da ist der Anstieg unendlich groß. Unendlich groß, aber richtig groß. So, wie kommt das? Wir gucken uns nochmal hier unseren Anstieg an, hier diesen. Den gucken wir uns nochmal an. Was ist denn, wenn ich zum Beispiel sage, f von x sei 1 durch 0,1x. Was passiert? Dann ist der Anstieg, 1 durch 0,1 ist, kann ich auch sagen, das ist 10x. Ne? Gut, wir nehmen ein anderes Gräfchen, 1 durch 0,001x. Dann ist der Anstieg, wie groß? 1 durch 0,001? Das sind 3 Stellen, 1000. 1000x ist schon furchtbar steil. Was passiert, wenn ich das noch weiter übertreibe? 1 durch, und der Teiler geht immer weiter gegen 0. Ich mache den also immer kleiner. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 und so weiter und so fort und so weiter. So, x. Dann kann ich doch abzählen, dann kann ich sagen, das ist schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stellen. Also das wäre schon furchtbar groß. Das ist eine 1 und dann 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, x. Furchtbar groß. Das heißt, der Anstieg, der ist schon, der kommt diesem schon näher. Je kleiner der Teiler ist, je weniger ich also nach rechts gehe und trotzdem 1 oder 2 oder 5 nach oben, umso größer wird der Anstieg. Und jetzt kann man ungefähr ahnen, jetzt könnte jemand sagen, etwas durch 0 ergibt was. So, dieser kleine Exkurs, das machen wir dann in der 11. nochmal richtig weiter. Wir werden uns dann darum kümmern, was passiert, wenn der Teiler immer kleiner wird. Das heißt, ich gehe fast gar nicht mehr nach rechts und trotzdem eins hoch. Dann wird der Anstieg immer steiler. Das heißt, man könnte erwarten, dass der Anstieg hier dieses Graphen, das m, unendlich ist. Das ist auch wirklich so, unendlich. Aber etwas durch 0 teilen, das müsst ihr euch vorläufig verkneifen. So. Wir kommen jetzt zu einer kleinen Neuigkeit. Damit ich das Video nicht teilen muss, lasse ich das mal. Aber ich bringe mal ganz schnell einen Ausblick. Es geht um Folgendes. Was ist, wenn ich hier einen Graphen habe? Wir hatten ja schon geschätzt und der liegt so hier. Das heißt also, es geht um diesen Punkt jetzt hier. Dieser Punkt ist interessant. Wir werden also, das nennt man auch Nullstelle. Darum kümmern wir uns. Ich werde jetzt das Video aufteilen, es geht besser. Also um Nullstellen geht's. Das ist der Gegenstand des nächsten Videos.